Fred hat ein Video gemacht, das heißt, wir bestellen einen Tag das Fastfood mit den meisten Kalorien bei Fastfoodketten. Ich erinnere mich, dass ich ein Video, glaube ich, auch schon mal so gemacht habe. Bin mal gespannt, wie er es umgesetzt hat. Ich war bei McDonald's, bei Burger King, ich war bei so ein bisschen typischen Filialen. Vielleicht war er woanders. Schauen wir mal rein, ihr Fettsäcke. Ich bin selber. Was geht ab, Sportsfreunde? Herzlich willkommen Sportsfreunde! Zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's mal wieder super. Fian und ich werden heute uns ziemlich genau den Gegenteil stellen, was ich letztes Mal gemacht habe, im letzten Video. Wo es auch ein Gewinnspiel mit zwei Gewinnern gab. Herzlichen Glückwunsch, Jon Friederike. Meldet euch über Instagram. Und zwar werden wir heute einen Tag lang die Gerichte testen von Fastfood-Ketten mit den meisten Kalorien. Nicht das gesündeste, nicht das teuerste, nicht das günstigste, sondern... Das ist ganz, ganz böse, Leute. Ihr wisst gar nicht teilweise, was ich da für Sachen gegessen habe, ne? Da hatte dieser Burger von Burger King einfach irgendwie 800 oder 900 Kalorien. Ein Burger! Und ich schwöre es euch, der hat dich nicht mal richtig satt gemacht und der hat einfach fast 1000 Kalorien gehabt. Wir bestellen einfach das, was am meisten Kalorien hat. Das ist ja normal, ne? Und gucken mal, ob das auch wirklich geil schmeckt, ob wir satt werden oder was auch immer das Ganze wird. Und wir beginnen auch schon mit dem ersten Laden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Jetzt bin ich gespannt, was er nimmt. Starbucks? Ich sag bei Starbucks, das meiste mit den Kalorien ist gar nichts zu essen, wenn er auch trinken macht. Ich sage, das Kalorien mit den meisten bei Starbucks ist so ein Shake. Wisst ihr, diese ganzen Drinks mit Sahne, da machen die da so Zucker rein, das hat teilweise 100.000 Kalorien, das ist ganz, ganz böse. Wenn ihr mit Starbucks auskannt, schreit's mal gerne rein. Cheesecake und so, ich sag nein. Cheesecake, Schokolade, glaube ich. Da hab ich auch gerade Kacke, ich sag nein. Hat nicht am meisten. Ich sag so ein Shake, oder nicht Shake, aber so ein Kaffee. So Frappuccino, so heißt das ja, genau. Oh ja, ich wusste es! Okay, vielleicht doch der Cheesecake-Scheiße. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit dem ersten Essen. Beziehungsweise es ist gar kein Essen, es ist... Vergangenheit, Sivanjo, du bist eine Schnecke. Diese Schokolade. Eine Premium-Hot-Chocolate mit Vollmilch. In Venti natürlich, glaube ich, das Größte. Und noch ein bisschen Cream oben drüber. Was schätzt du, wie viel Kalorien hat das Ganze? 720, sage ich. 400? Nicht bestanden! 690... Ey, 720 war gar nicht so schlecht. Das ist nur ein scheiß Getränk, Digga. 70 Kalorien, das Ding hier. 700 Kalorien. Also, ihr könnt eine ganze Pizza essen oder ihr könnt das Ding hier trinken. Also, vor allem, du kannst wirklich fast einen Döner essen. Ich sag mal, so ein durchschnittlicher Döner hat ja 800 Kalorien. Das ist ja krank. Also passt bei dem Video gut auf, denn die Sachen, die ich euch hier zeige, mögen vielleicht gut schmecken, aber sind für eine Diät oder zum Abnehmen nicht so gut geeignet. Ich hätte nicht so gut. Die wenigstens gut. Ja, sagen wir mal so, schmecken safe. Die Sahne ist geil auf jeden Fall. Lass mal probieren. Es hat so einen leicht sahnig giftigen Geschmack irgendwie, aber ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Woher? Milch ist Gift. So, in dem Sinne, probier du mal. Boah, schön mit viel Sahne. So eine heiße Schokolade, da fehlt noch ein Marshmallow dazu. Ist echt noch gut heiß. Aber wenn man es trinkt, man schmeckt nicht mal die Kalorien wirklich, ne? Es schmeckt einfach wie so eine ganz normale, so ein Kakao. Ja. Dazu habe ich noch diesen legendären Cheesecake hier bestellt. Das ist aber nicht irgendwie das mit den meisten Kalorien oder irgendwas. Ihr habt einfach Bock drauf. Der hat 450 Kalorien. Okay. Für so ein kleines Stückchen. Oh, so toll, das ist so toll. Wir haben die Rezeptur geändert. Schmeckt's nicht mehr? Geht's? Warum machst du so komisch? Wir beide sollen nicht reingehen. Okay, ich lass das einfach mal so stehen. Okay. Die Kombination ist geil ein bisschen, ne? Ich liebe New York Cheesecake, weil der immer so ein bisschen zitrusmäßig ist. Ja, Mann, oh ja. Um dieses Video und die ganzen Kalorien gut durchzustehen, gibt's nur ein Motto, und zwar das hier. Kalorien, die sind mir in dem Moment sowas von egal. Hauptsache, es schmeckt und es sieht gut aus. Ich würde sagen, perfekter Start in den Tag. Wir gönnen uns das Ganze, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst lieben gerne einen Daumen und ein Abo auf dem Kanal da. Safe, Julian ist ein Ehrenmann. Das Video nächste Woche kommt aus Amsterdam mit der Importbanane. Wir lassen uns den ganzen Bums jetzt schmecken und hauen mal rein. Und so schnell wurde das Ganze verdrückt und ausgetrunken. Ja, hat es nicht super berauschend geschmeckt. Aber man hat einen wohlig warm. Schade, so eine warme Schokolade hört sich einmal gut an, ne? Ja, ist irgendwie ganz cozy. Der Herbst ist sowieso mega geil. Ganz ehrlich, einfach nur perfektes Wetter für so ein Video. Und ich hoffe, Leute, wenn bei euch das Wetter geil, weil die Deutschen nörgeln immer nur rum. Das ist zu deutsch. Das ist zu deutsch. Jeden Tag regnet. Scheiße. Und wir sind schon da beim nächsten Laden. Dominos? Und zwar geht's auf zu Dominos Pizza. Da war ich auch. Da war eine Large Pizza das meiste in den Kalorien. Vielleicht nimmt er was anderes jetzt. Bin mal gespannt, ob er ein Geheimtipp ist. The one and only place für Cheat Meals, hochkalorische Geschichten. Ich finde das auch sehr nice, wenn man auf der Firmenseite die Kalorien nachschauen kann. Auch wenn ich glaube, dass sie die ja mal ein bisschen nach unten korrigieren. Ja, das kann sein. Genauso realistisch wie die Verbrauchsangaben von Autos oder manche Bilder auf Instagram. No front. Boah, Käsetraum, Digga. Absoluter Cheese-Traum. Und das hier ist sie, die Pizza mit den meisten Kalorien. Ey, die hatte ich auch genau dieselbe. Die ist so toll, Digga, die ist toll. Kalorien bei Domino's. Diese Pizza hat 2200... Was? Digga, die ist nur 25 cm lang. Also 23 cm größer als mein Schwanz. Also das kann ja... Was? 95 Kalorien, Alter. Ich bin sehr gespannt, Alter. Helfen wir mal, ob das auch so gut schmeckt. Ich will nicht spoilern, ich fand die nicht so geil. Der Käse schmeckt gut. Aber ja, aber es haut nicht weg, merke ich. Der Käse haut nicht so weg. Ganz ehrlich, was ist daran eigentlich noch Pizza? Das ist eigentlich nur Brot mit Käse. Das heißt, ein so ein Stück hat bestimmt so um die 300, 400 Kalorien.
Oh mein Gott. Das ist aber nicht wert, ne? Für mich sind Kalorien Spaßpunkte. Man hat so ein gewisses Budget am Tag. Man muss sich ganz genau überlegen, wofür gibt man das quasi aus. An erster Stelle sollten immer die gesunden Sachen stehen. Und Vitamine, Proteine und Co. Und den Rest kann man dann decken. Für die ein oder andere Kalorien-Challenge wäre das auf jeden Fall ein easy Ding. Wenn ich mal eine 10.000 Kalorien-Challenge mache, dann hole ich mir diese Pizza. Überleg mal, davon 2 Stück und du hast schon 5.000. Stimmt eigentlich. Also besser als gedacht, gell? Ja. Der Käse ist irgendwie geil, weil das so angerührt. Da sind halt mehrere Käsesorten drauf, die vermischt werden. Und ich meistens, ich liebe so Cheddar und sowas, wisst ihr, aber manchmal hauen die dann irgendwie auch so irgendwie so komischen Stinkekäse irgendwie nach links und rechts und dann nicht so, naja, die Mischung fahre ich da nicht so. Röstet es so, Röstaromen. Boah, ich will gar nicht, wir müssen aufhören. Wir machen heute keine Kalorien-Challenge. Wir heben uns den Spaß auf. Jetzt kommt der Lava-Cake. Ja, ja, ja. Schau dir das mal an. Oh. 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 Ui, wie machst denn du das? Tja, wie mach ich das? Du machst es von unten, stechst du rein, oder was? Na, von unten steche ich rein. Oh. Ich kann auch von hinten reinstechen. Was? 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 Von oben. Let's go. Digga, sieht sehr brutal aus. Das ist auf jeden Fall das kalorienreichste Dessert von denen. Ist auch noch warm. Oh mein Gott, der ist krass. Der ist schokoladig. Echt nicht schlecht. Julian, bin ich auf mein Oberteil. Und ich hab weiße Sachen an. Ich hoffe mal, dass es nicht regnet. Das ist ja mir zu süß, ehrlich gesagt. Weißt du, was wir eigentlich für einen Fehler gemacht haben? Nee. Überleg mal. Oh, das Süße zuerst. Ratter. Besser als gedacht. Ja, aber also anders süß. War das verführerisch? Ja, ein bisschen. Na, jetzt wisst ihr, wie. Also mich hat das sehr erregt. Ich muss dann auch mal schnell die Kamera abschalten, Freunde. Ja. Okay, mittlerweile kann man die Kamera wieder anmachen. Jetzt packen wir es wohin, wo Sophia auch war. Die hat nämlich das Ganze schon mal gemacht mit am wenigsten Kalorien. Das gesündeste, ja, aber das war richtig eklig. Video-Review. Was auch schon mal gemacht hat, war Evanjo. Wir beide hatten nämlich die Videoidee auf Madeira. Also könnt auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Der war, glaube ich, noch bei anderen Läden. Wir gehen zu den 5 Typen. Den gibt es aber nicht 5-mal in München, sondern 3-mal mittlerweile in München. Ach so, er meint Five Guys. Nämlich was richtig Fettes mit sau viel Kalorien. War schon lange nicht mehr hier. Ich muss sagen, von dem Fastfood habe ich bis jetzt ein bisschen Sodbrennen bekommen. Und normalerweise kriege ich gar keins Brennen. Aber jetzt kriege ich geile Burger. Das ist auch so geil bei Five Guys, das kann ich euch empfehlen, ne? Bei Five Guys kannst du deine Getränke selber zusammenmischen und da gibt es einfach Cola Limette. Und ich schwöre es euch, ihr Fettsäcke, diesen Stream gerade schauen. Ich schwöre euch, Cola Limette ist einer der geilsten Getränke, die ich je getrunken habe. Es ist so dermaßen lecker. Ich glaube, Julian nimmt hier gerade Fanta, aber Cola Limette ist... Aber der Milchshake ist geil. Und die Pommes sind eigentlich auch ganz geil. Alright, Leute, also wir haben alles hier. Das, was vor mir steht, sind die kalorienreichsten Gerichte bei Five Guys. Wir haben hier den Bacon Cheeseburger. Leute! 1000 Kalorien! 1000 Kalorien! Bei Five Guys mit nur 3 Zutaten. Also die Base, Oreo, Schoko und Erdnussbutter. Und die Regular Fries haben 960 Kalorien, wenn ich alles täuscht. Also die Pommes bei Five Guys sind eigentlich mit das geilste, finde ich. Genauso wie die Shakes. Die Pommes werden in Erdnussöl, glaube ich, gefrittiert. Wirklich in meinen Augen mit Abstand die besten Pommes, die es bei Fastfood-Ketten gibt. So. Ja, die sind super Hammer. Die sind super, super Hammer. Wie es hier steht, 2875 Kalorien. Letztes Mal so viel Kalorien verbrannt und jetzt wird das hier so reingegönnt. Die Five Guys hat so viel Potenzial beim Brot noch. Das Brot ist richtig labbrig. Schmeckt geil. Geiles Ding, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, gut, heftigster Burger, den man essen kann. Ja, sag ich jetzt auch nicht, aber ich finde Five Guys schon sehr lecker. Ich habe das Gefühl, die waren schon mal besser. Die haben, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Ah, ja, schmeckt schon geil. Hier zu die Pommes. Oh mein Gott, Alter, diese Milkshakes sind so gestört bei Five Guys. Hau ab, da schmeckst du die Kalorien aber sowas von. Was sagt Sophia bei Maschinen dazu? Findest du nicht gut? Nee. Was? Echt? Boah, das finde ich schon heftig, Digga. Das schmeckt nach Kaffee ein bisschen. Digga, ich würde Schluss machen. Was? Ich gönne mir lieber Erdbeere. Da sind noch so Erdbeerstückchen drin. Das schmeckt wirklich wie dieses eine leckere Eis. Cornetti oder irgendwie so. Wo ich erst Respekt laden muss, ich find's krass, dass Julian dann wirklich auch aufisst. Schön im Magen, man merkt echt die Kalorien. Was ich aber bei Five Guys richtig hardcore feier, die haben so eine riesige Auswahl an Fanta und an allen Getränken. Schau, ja. Guck mal, du hast alles, du hast Traube, das ist so heftig da bei Five Guys. Eine mitgenommen, mal gucken, ob die Kalorien sich auch in Kraft messen. Ich sag euch jetzt schon mal, das wird in Deutschland richtig groß. Das wird McDonald's übernehmen, Burger übernehmen. Das gibt's schon in Kinos, dass du so Getränkautomaten hast, wo du selber dein Getränk bestimmen kannst. Das werden McDonald's, alle werden das klauen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Lassen, denn übrigens, eine Kalorie bedeutet, dass man einen
Gramm Wasser 1 Grad wärmer macht, glaube ich. Ich glaube, so war das, ja. Jetzt geht's ab nach Hause. Und wir sind zu Hause im Hamsterkäfig. Es wird eine Runde trainiert, Sportsfreunde. Ja, Julian, weißt du, ich liebe dich, ne? Und ich schaue mir gern zu, wie du schwitzt. Das macht mich, das erregt mich, ne? Aber ich bin sehr dick, weißt du? Deswegen möchte ich nur gucken, wie du isst. Dann nehmen wir diesen Plant-Based Whopper, bitte. Bitte? Dann einmal den Plant-Based Whopper. Aber doppelt. Plant-Based Whopper. Doppelt. Aber den mit doppelt, wenn's geht. Im Menü, Nuggets. Bitte. Mit Nuggets. Getränk. Apfelschorle, bitte. Apfelschorle, wir haben keinen. Wasser. Digga, wer bestellt denn Apfelschorle? Wasser auch keine. Cola Light, Cola Zero. Fanta, bitte. Warum sind die immer so komisch bei so Dingern? Was war das Getränk? Fanta, bekomm bitte noch einen Bacon King. Ey, ich schwöre dir, jedes Mal, wenn ich irgendwo in Drive-In fahre, ist es immer eine schwere Geburt, ey. Die verstehen was anderes? Ja. Nee, haben wir nicht mehr. Eismaschine ist schon out. Keine Kartenzahlung. Der Burger mit den meisten Kalorien bei Burger King ist der Bacon King. Du hast einen Vegan... Hatte ich den auch? Es ist der... Moment. Double Steak. Burger. Also Double Steakhouse, sagt Evanjo. Und Evanjo hat eigentlich immer recht. Nein, mal gucken, was er sagt. Alter, das ist fett. Wir wollten noch das Vegetarische mit den meisten Kalorien bestellen, aber... Das riecht krass nach Fleisch. Der schmeckt schon fast zu echt. Okay, ach so, die hat Plant-Based bestellt. Das ist ja vegan. Man schmeckt schon, dass es Soja ist. Bist du dir sicher? Mhm. Aber die haben den so krass angegrillt. Alter, das schmeckt, hat dieses Grillaroma aber von ganz anderen Sternen. Wie haben die das gemacht? Braten die das auf dem gleichen Ding vielleicht an? Bacon King vegan. Scheint krass zu sein laut denen. Schmeckt der zu krass nach Fleisch fast. Also euch Vegetariern kann man es auch echt nicht recht machen. Das hier ist der sogenannte Bacon King. Ja, wie der Name schon sagt. Digga, der sieht sowas von nicht mit Liebe gemacht aus. Findet sich da Bacon drauf. 2 große Patties, Käse. Also eigentlich so eine Art fettiger Cheeseburger, würde ich mal sagen. Ich glaube, der schlägt mit 1000 Kalorien. Vielleicht der Burger? Noch über 1000 Kalorien. 1043, was hat Julian? Boah, 4 Kalorien mehr hat der Double Steak Bros Burger. Ah, die waren ja gewonnen. Etwa knapp 1000 Kalorien zu buchen. Ja. Er schmeckt sehr, sehr, sehr saftig. Du merkst, dass da ordentlich Fett drin ist mit dem Käse etc. Brot ist halt besser als bei Five Guys. Ich persönlich würde an dem Cheat Day nie zu Burger King oder McDonald's gehen. Weil irgendwie, ich würde mir dann lieber richtig gönnen. Und so anders kostet auch nicht viel mehr. Hat er gar nicht mal so, hat er eigentlich ganz gut gesagt sogar. Den Rest schaffe ich nicht mehr. Ich bin nämlich tatsächlich noch von vorhin ziemlich. Aber wir nehmen es mit nach Hause. Das war auch die Anlaufstelle für heute. Wenn ihr einen Teil 2 möchtet, dann knallt. Sehr geil. Sehr geil, das Video hat mir Spaß gemacht anzuschauen. Ne? Küsse, Julian. Danke fürs Video. War sehr, sehr nice. Und sehr informativ.